Hallo Leute, Halloween rückt immer näher und ihr seht, ich bin auch schon voll drin und so. Falls ihr also noch eine Kostümidee sucht, dann seid ihr hier richtig, denn ich zeige euch heute die kopflose Version von mir sozusagen. Falls ihr also Zeit und Lust zum Basteln habt, dann bleibt unbedingt dran. Es ist nicht schwer zu machen, aber es, ja, es dauert so ein bisschen vielleicht. Oder ihr könnt es auch als Dekozweck entfremden, also falls ihr noch eine coole Party schmeißen werdet oder so, dann wäre das auf jeden Fall der Blickfang der Party. Dann bleibt unbedingt dran und viel Spaß beim Tutorial. Wir brauchen unbedingt so einen Plastikbehälter. Das kann irgendwie von Kosmetikartikeln oder irgendwas Leeres, so ein leerer Plastikbehälter sein. Dann brauchen wir einen Einweghandschuh. Die guten alten Einweghandschuhe, die sind sehr nützlich. Und dann stülpe ich den einfach über diesen Plastikcontainer. So sieht es dann aus. Dann habt ihr oben dieses Fitzelding. Das ist perfekt. Und dann male ich das Ganze mit roter Acrylfarbe einfach an. Das sieht jetzt sehr, sehr krass leuchtend aus. Deswegen habe ich es dann auch später ein bisschen vermischt mit ein bisschen Blau. Wenn ihr schwarz habt, umso besser. Aber ich habe jetzt nur dunkelblau gehabt. Hat aber auch funktioniert. Das gibt dann so ein bisschen mehr Textur. Einfach so ein bisschen einarbeiten in die Farbe. Oben diese Fitzeldinger nicht vergessen. Und das gleiche machen wir auch mit zwei weiteren Einweghandschuhen. Die werde ich einfach auch ein bisschen anmalen auf beiden Seiten. Ihr seht, nicht ganz deckend, ein bisschen Farbe durchlassen. Und jetzt als letzten Schliff gebe ich noch ein bisschen Kunstblut darüber und verteile es auch ein bisschen mit dem Pinsel. Lass es so ein bisschen runterlaufen an den Seiten, damit es aussieht wie frisch abgeschnitten. Damit es realistischer wird, gebe ich einfach nochmal ein bisschen dunkle Farbe darüber. Warum ich weiß, dass es so aussieht? Ich bin halt Hardcore The Walking Dead Gucker, da lernt man sowas. Jedenfalls sieht es jetzt sehr cool aus, das lasse ich einfach trocknen. Und während es trocknet, geht es weiter. Und zwar brauchen wir ein schwarzes Hemd. Wenn ihr ein schwarzes, langes Kleid habt, umso besser. Aber es geht auch in Zweiteiler. Dann brauchen wir einen Kleiderbügel. Und davon entferne ich oben einfach den Haken. Peaches, bitte nicht aufs schwarze Hemd legen. Hat wohl nicht geklappt. Genau darauf muss der natürlich sich hinlegen. Naja. Dann brauchen wir einen kleinen Rucksack. Am besten einfach einen Kinderrucksack nehmen. Sind auch nicht teuer. Und dann einfach so ein Stück Pappe zurechtschneiden, das genau in euren Kleiderbügel reinpasst. Und das befestige ich jetzt einfach mit einem Klebeband. Als nächstes klebe ich zwei Holzstäbe einfach nochmal an die Pappe. Ihr könnt aber auch einfach ein längeres Stück Pappe nehmen, das geht dann auch. Dann zum Stabilisieren, damit die Pappe nicht knickt, nehme ich da auch nochmal Holzstäbe und klebe sie einfach da fest. Die Konstruktion ist jetzt auch schon fast fertig. Das Ganze klebe ich jetzt einfach noch an dem Rucksack fest. Ihr solltet vorher auf jeden Fall ausprobieren, wie die Höhe ist, damit das auch realistisch aussieht. Aber ja, bei mir hat es jetzt gut gepasst und jetzt wird es zugeklebt. Jetzt anziehen und ausstopfen. Das bedeutet, ihr könnt alles reinmachen, was ihr da habt. Ich habe jetzt hier Papier genommen. Ihr könnt auch Plastiktüten oder Klamotten oder Watte oder Kissen oder Decken nehmen, was ihr halt da habt. Einfach ausstopfen, nicht zu viel. Also es sollte schon realistisch aussehen, so wie ihr eben gebaut seid, so eine Art ungefähr. Also einfach bis in die Arme reinstopfen. Das Hemd nicht ganz zuknöpfen, weil da kommt ja noch euer Kopf hin. Die zwei Handschuhe habe ich ganz leicht aufgeblasen und einfach mit einem Gummiband verschlossen. Die zwei Handschuhe klebe ich dann einfach an das Papier und die baumeln jetzt einfach so vor sich hin. Wir befestigen die dann später noch. Und jetzt kommt noch unser Herzstück und zwar der Hals. Dazu nehme ich einfach doppelseitiges Klebeband und befestige so ein paar Streifen in den Kragen und der Hals wird einfach da reingeklebt. Sieht das schon mal geil aus, oder? Also das könnt ihr wie gesagt auch als Deko verwenden, aber wir wollen ja ein Kostüm draus machen. Deswegen schminki schminki. Wir müssen natürlich auch tot aussehen. Wie sieht man tot aus? Naja, ich habe mich ein bisschen weiß geschminkt und dann ein bisschen mehr Augenschatten, also rot und ein bisschen schwarz vermischt. Dann Lip Liner einfach auf die Wasserlinie. Das sieht besonders schrecklich aus. Ein paar Adern gemalt. Und die Zähne dürfen nicht fehlen. Und zwar habe ich da einfach schwarzen Kajal drauf geschmiert. Blut und fertig. Jetzt ziehe ich mir noch einen langen schwarzen Rock über die Schultern, weil die Schultern sind ja jetzt quasi meine Hüfte. Und dann befestige ich die Arme einfach auch mit doppelseitigem Klebeband an meine Schultern oder so ein bisschen so aufs Dekolleté. Besser wären hier aber noch Sicherheitsnadeln.
und die Hände, die klebe ich einfach unter meinem Kinn fest. Und so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr noch mehr Snack- oder Deko-Ideen zu Halloween sucht, dann klickt in die Infobox. Dort habe ich euch einen Link reingesetzt von meinem letzten Halloween-Video. Außerdem folgen jetzt noch ganz viele Videos von anderen YouTubern zum Thema Halloween. Also viel Spaß beim Gruseln. Bis dann. Tschüss.